Wandern mit Packeseln oder anders gesagt, Esel in tragender Rolle. Seit den 90er Jahren gehe ich mit meinen Eseln und Ziegen wandern. Was anfangs nur als Hobby gedacht war, entpuppte sich schnell zu meiner Berufung und so biete ich inzwischen geführtes Esel- und Ziegentracking für die verschiedensten Zielgruppen an. Zu mir kommen Familien mit Kindern, unternehmungslustige Pärchen, rüstige Seniorengruppen, neugierige Betriebsausflügler, gehandicapte Menschen, verunsicherte Führungskräfte und wissbegierige Esel- und Ziegenhalter. Daraus resultierten abgestimmte Angebote meinerseits und aus diesem langjährigen Erfahrungsschatz möchte ich in diesem Buch Wichtiges, Technisches und Praktisches rund ums Eseltracking erklären. Ich beschreibe unter anderem, welcher Esel sich am besten für solche Unternehmungen eignet und wie er ausgebildet sein sollte. Sie erhalten Ideen für Touren, Tipps zur Streckenplanung und Navigation, zur Versorgung, zur richtigen Ausrüstung von Trekkingesel und Wanderer sowie zu rechtlichen Dingen, ohne die es nicht geht. Von weiteren Autoren, die diese Leidenschaft mit mir teilen, wurde das Buch mit 8 spannenden Reportagen gespickt. Da hätten wir zum Beispiel die Geschichte von Persia und Stefan, die über ihren blinden Esel Tino berichten. Das ist ein äußerst pfiffiger Zwergesel, der eine so feine Antenne besitzt, dass er von einem blinden Mann geführt werden kann. Aber natürlich dürfen auch Erfahrungen, die mit dem Esel auf Pilgerwegen gemacht wurden, nicht fehlen. Nicolas berichtet über Compostela und Roland beschreibt seine Touren in den Süden als 1000 Kilometer auf dem Jakobsweg. Aber auch Tour au Tour du Luxembourg, also einmal mit dem Esel rund um Luxemburg herum, wird von Asinotherapeutin Janine humorvoll thematisiert. Meine Co-Autoren und ich lassen sie hautnah miterleben, welche Überraschungen unterwegs auf sie warten können. Von Begegnungen mit Menschen, Tieren und den Tücken des Weges. Und wir zeigen die Freude und Entspannung, die Touren mit den Packeseln als Gefährten bieten können. Inhaltlich gibt es folgende Hauptkapitelüberschriften. Wie ich auf den Esel kam. Warum der Esel sich als Wanderpartner eignet. Reisen mit dem Esel ist anders. Mein langohriger Wandergefährte. Mit Sack und Pack auf Tour. Tourplanung. Wohin und mit wem? Eselpflege unterwegs. Tagesabläufe. Kein Wandertag ist wie der andere. Wichtiges, Technisches und Praktisches fürs Eseltracking. Auf 160 Seiten wird das Hardcover-Buch, welches im Ulmer Verlag erschienen ist, mit 124 Farbfotos aufgehübscht und kostet 24,90 Euro.